Alle Achtung. Kriminalhauptstelle Essen, erstes Kommissariat. Für dich, Heinz. Haltmann. Haferkamp? Ja, hier spricht Böck, Kripo Bremen. Ich habe eine kleine Freude für Sie. Wir haben hier einen bösen Buben geschnappt. Ja, den Elmar Holz, den Kellner. Ja, vor einer knappen Stunde, ja. Ist eine Zivilstreife aufgefallen. In einem einschlägigen Lokal, als er gerade eine Damenuhr verscherbeln wollte. Ja gut, ich schicke ihn euch gleich runter. Nichts zu danken, revanchiert euch lieber mal. Wir hatten rot-weiß Essen heute eigentlich gespielt, ich komme nicht mal zum Nachrichten hören. Interessiert Sie nicht? Mensch, was habt ihr denn da schon groß außer Fußball? Wiedersehen, Böck. Ja, wenn Sie darüber genauer, dann... Ja, dass da falsche Revision anliegt, habe ich gehört, aber das hat doch mit uns hier überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, die Ermittlungen habe ich damals geleitet, das ist richtig. Einer meiner ersten Fälle als Leiter dieses Kommissariats. In meinem Zimmer. Aber wenn der Revisionsantrag sich nicht auf irgendwelche Fehler oder sagen wir mal Versäumnisse beim Ermittlungsverfahren stützt, das ist ja in diesem Fall eigentlich absolut nicht drin. Dass die Verteidigung also auf einmal behauptet, das und das ist damals versiebt worden. Naja, aber oder da war eine Spur, die hat die Polizei verschluren lassen. Wenn das nicht passiert, dann haben wir hier direkt amtlich mit dem Revisionsverfahren überhaupt nichts mehr zu tun. Wenn ich Ihnen was über den Fall erzählen soll, von mir aus sehr gern, jederzeit, aber... Wir sind ja sozusagen nur Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft. Naja, Sie müssten da zuerst, die Staatsanwaltschaft, die müsste das zuerst genehmigen. Wenn die nichts einzuwenden haben, dann... Ich habe... Seltsamerweise werden Leichen nie während der Dienststunden gefunden. Lass mal das mal weg. Es ist kein Wagen da. Ich sag's halt mal, drei Wagen für 20 Leute. Ich geh zur Fahrt, Alter. Habt ihr einen Wagen frei? Wo ist das Fahrtenbuch? So gegen zwei bin ich wieder da. Ja, ist gut. Sag mal, du bist doch für einen 603er eingetragen. Kann ich den haben? Tut mir leid, du. Ich habe dringende Ermittlungen. Ich muss da hin. Ja, nimm doch eine Taxe. Und wer erledigt nachher Papier kriegen? Nee, länger als eine halbe Stunde. Wir müssen nach Borgfeld raus. Los, ruf die Taxe. Hallo? Bin ich wieder kein Amt? Ach, Gott, verdammt mal. Hallo? Es dauert noch ein bisschen. Mädchen. Ein Foto, Herr Wölbel. Sie kriegen Fotos von uns. Ach. Das Gesicht groß von allen Seiten. Die toten Flecken sind noch wegdrückbar. Die Leichenstarren sind aber nicht überführbar, weil keine Fisch voll ausgeprägt. Ja, das haben wir im Schlamm gefunden. Man muss dem Kameraden ja nicht unbedingt gehören. Passen Sie auf, bevor Stubbi ihn mitnimmt, die Fingerabdrücke. Ah, du wieder. Der Staatsanwalt, der schraubt uns den Kopf ab, wenn er keine korrekten Fotos hat. Ja, natürlich, den Sack wieder richten, wie er war. Ich dachte, das brauche ich nicht extra. Also Moment, noch nicht fotografieren. Wie weit seid ihr? Reifenspuren haben wir alle gesichert. Früher, da war der Sack eigentlich. Ist Ihnen was aufgefallen? Nee, ich bin die ganze Zeit im Wagen geblieben. Ich bin überhaupt nicht ausgestiegen. Außerdem, wenn ich ehrlich sein will, wollte ich den Toten auch gar nicht sehen. Ja, nachdem ich angerufen hatte, da sind wir nach vorn gefahren. Darüber, sodass Fräulein Kneißl... Sie haben hier weitergeübt? Wir sollten doch hier bleiben, glaube ich. Tja, man hatte mir gesagt, wir sollten warten, bis die Polizeistreife eintrifft. Ja, danke. Kommen Sie, wir nehmen Protokoll. Weitergeübt, nicht zu glauben. Ja, ein paar Stunden kosten Geld. Bis gleich. Guten Tag, Herr Staatsanwalt. Ach, guten Tag, Herr Böck. Da unten? Bitte. Könnte der auch erfroren sein? Nee, aber er ist vorher in den Sack gekrochen, hat ihn selbst zugeschnürt, nicht wahr? Ein bisschen kalt hier draußen, nicht? Wenn Sie so stehen müssen, dachte ich, dass Sie vielleicht gern ein bisschen Kaffee. Dankeschön. Sehr freundlich. Also, keinerlei Hinweise auf die Identität des Toten, keine tathinweisenden Spuren, Ausweispapiere, Geld fehlen. Die Leiche schon vergammelt? Höchstens 8 Stunden alt. Fundort der Leiche scheint nicht gleich Tatort zu sein. Der Mann wurde wahrscheinlich irgendwo erdrosselt oder dann hierher gebracht. Sonst noch Fragen? Wann wird obduziert? Mein Büro kümmert sich bereits. Deshalb bin ich auch sofort selbst, damit Sie von uns sofort jede Unterstützung haben. Danke. 14 Uhr, denke ich. Also 16 Uhr Pressekonferenz. Fernschreiben an alle LKAs, Überprüfung der Anhaltemeldung, Überprüfung der Vermisstenverfahren. Nee, mir passt das jetzt ausgezeichnet. Wie die Staatsanwaltschaft anrief, ich wusste ja schon Bescheid. Da habe ich die Handakte gleich. Was ist denn das Ding? Welche ordentlichen Nachschlag? Immerhin liegt der Fall ja jetzt fast 2 Jahre zurück. Schäfer? Nein, der Böck ist gerade in einer wichtigen Besprechung. Sie wollen also über unsere Ermittlungsarbeit. Ja, das ist viel langweiliger, als man das in Krimis meistens sieht. Da kommt der Kommissar zur Tür raus, ich sage mal zu meiner Frau, pass auf, steckt deinen Finger im Mund, hebt den hoch
und weiß auch schon, in welche Richtung er muss. Wir laufen immer erst ein paar Mal verkehrt. Etliche Male. Es ist alles eine Frage des Fleißes, der Pinglichkeit, genauer Systematik und auch des Glücks, um auf die richtige Spur zu kommen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich verschwinde kurz am Machtcafé, ist einer umgekippt. Hast du Dr. Ulrich Bescheid gesagt? Wie ich die Pferde scheu mache, sehe ich mich selbst mal um. Der Herr Siethoff macht, Exhibitionisten macht er hauptsächlich. Im Moment hat er eine schwache Zeit. Es kommt erst im Sommer wieder, wenn es warm wird. Da ziehe ich ihn jetzt eben zu anderen Aufgaben heran. Wir bearbeiten hier ja nicht nur Mord- und Totschlagsdelikte, auch Raub, tödliche Unfälle, Brände, Sittlichkeitsdelikte, alle Leichensachen. Ja, wie er eben sagte, ist einer umgekippt, fällt in unseren Bereich, müssen wir also hin. Tja, gefunden wurde der Tote am 9. Oktober, kurz nach 7 Uhr, und Obduktion war, warten Sie mal. Danach wissen wir ja erst sicher, ob der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Damals haben wir übrigens Glück gehabt. Da fangen nämlich meistens die Schwierigkeiten schon an. Wenn du gerade Mittagszeit ist, sie finden einfach keinen Richter, der Lust hat, da rauszufahren und sich den Schweinkram anzusehen. Landgerichtsrat kriegen sie da nicht hin und die Assessoren drücken sich. Aber die Zeit drängt und ein Amtsrichter muss dabei sein. In unserem Fall hatte die Staatsanwaltschaft, wir verstehen uns hier sehr gut miteinander, schon nachgeholfen. 14 Uhr wurde obduziert. Man stellt sich das schlimmer vor, nicht wahr, als es ist. So ein Toter, das ist eine Sache geworden. Was anders natürlich bei Wasserleichen, nicht wahr? Die sind teilweise in einem katastrophalen Zustand. Stinken wie Otter. Oder Unfalltote, Bahnleichen, die 200 Meter lang sind. Nur noch Hautfetzen, Gewebeteile. So gesehen ist mancher Mord, bums, eins über den Schädel und aus, humaner, nicht wahr, sauberer als mancher Verkehrsunfall. Um wen handelt es sich? Die Identität des Toten festzustellen und dadurch wieder auf den Kreis zu kommen, mit dem der verkehrte. Die reichen aber nicht. Also musste ein Bild in die Zeitung. Da hilft uns die Presse, nicht wahr? Dafür müssen wir es ja auch ertragen, nicht, dass jeden Tag Lauscher im Haus sind. Ich stehe rüber. Ja, ich brauche alle, jawohl, auf Abruf. Im Rauchfang haben sie ihn umgehauen. Da soll sich die Bereitschaft drum kümmern, wir haben jetzt andere. Wir können absolut nichts. Ja, der müsste die eben von der Sache abziehen. Ja, das tut mir leid, ich kann doch nicht. Mord geht dann immer noch für Einbruch. Dass da was liegen bleibt, das wissen wir doch alle. Hä? Ja, Moment mal. Komm, nehmen Sie es mir mal rüber. Oh, lecker. Ich kann so lange die ganze Nacht über. Wir müssen alle Knallen nachmachen, ja? Ja, danke, kann ich brauchen. Tschüss. Wir gehen gerade an der Einbruchserie und wollen niemanden abgeben. Bitte, also eine Spur ist schnell halt. Aber ich brauche jetzt jeden. Beim DKA sind keine identischen Fingerabdrücke vorhanden. Die haben aus Wiesbaden vorhin angerufen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Also hier, Fundort. Ausländerquartiere kann man das sowieso. Kann die Streife machen. Das reicht nun. So, wir können jetzt abmachen. Moment noch. Also hier, Fundort gleich hier vom Bahn. Systematisch durchgehen. Da muss ja unbedingt in den Kneipen gewesen sein. Fällt dir was Besseres ein? Was natürlich gewesen sein muss, weiß ich auch. Wo ziehen wir den Kreis am wenig weiter? Moment. Eine braune Kammgarn für Leberhose? Mich kann sich doch kein Mensch hier konzentrieren. Da ist doch niemand mehr. Die sind doch alle weg. Was soll ich denn machen? Ja, sobald ich klar sehe, ja, komme ich nach Hause, ja. Na, nein, geh bitte schon schlafen. Und sag Sabine, hallo? Ja, gute Nacht. So, bitte schön, Herr Böck. Ich frage mich immer, ob ich was übersehen habe. Bist ja schön. Naja. Lass mich doch los! Lass mich los, was ihr scheiß Bullen! Schrei hier nicht rum, sonst kriegst du ein paar Nachts. Ist doch wahr. Komm, zeig mal. Wollen Sie denn nicht zu früh? Durchs Haus. Der Fotograf kann sich natürlich beim besten Willen auch nicht mehr erinnern. Mensch! Verdammter Scheißdreck! Zweimal im Jahr 10 Schuss, ist ja auch eine tolle Ausbildung. Ausgerechnet, jetzt wo wir im Druck sind. Wollen Sie noch mal? Nee, danke. Den Schuss. Ganze Probe dafür. Aber ich sag's ja, statt dass die im Keller ein Schießkino einrichten. Nein. Nee. Aber was hätten wir heute Morgen alles? Außerdem zieht's hier wie Hecksuppe. Bei einem Mord, der ja nun mal das Interesse der Öffentlichkeit weckt, gerät der Kommissar fast immer, nicht wahr, ins Schussfeld.
Deshalb müsste man eigentlich, egal was anliegt, 2 Stunden am Tag sich auf den Fluren des Polizeihauses aufhalten, nicht wahr? Um zu wissen, was gerade gegen einen intrigiert wird. Drück mich heute vor. Voller Eintracht, damit schlag doch mal. Bloß kommt, muss man drauf. Mädchen, wir sind dran, wir haben's. Inspektionsleitersitzung. Tut mir leid, muss ich hin. Von nun an endet aber nicht die Rolle des Kommissars. Der stellt jetzt nur noch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Verhandermittlung an zur Untermauerung der Anklage. Tut mir leid, dass ich Ihnen noch nicht die ganze Geschichte, den Clou der Sache sozusagen, erzählen kann. Wer von den drei nun wirklich? Nein, nein, das wurde nie eindeutig geklärt. Aber für das Urteil spielte das auch gar keine Rolle. Bitte, danke. Alle drei haben in Kauf genommen, dass bei dem Sacher der Ofen plötzlich aus war. Natürlich kann der Putschjäger nicht gewirkt haben, wenn er am Wagen lenkte. Er war faktisch der Anstifter. Hatte den Plan entwickelt. Sein Tatbeitrag lag nicht in der Tathilfe, sondern in der Rathilfe. Nein, Herr Büchsler. Der eine ein bisschen mehr oder weniger. Nein. Na gut, wir waren ja nicht dabei, nicht wahr? Im Endeffekt wird es ja wohl so gewesen sein, dass alle drei, ne? Sein Neffe? Ja, warum können Sie dann nicht ins Krankenhaus kommen? Hallo? Hallo? Einfach aufgelegt. Ja, merkwürdig. Wir haben nämlich keine Verwandten auftreiben können. Herr Lanninger, das ist Kommissar Beck von der Kriminalpolizei. Er möchte Sie sprechen. Guten Tag, Herr Lanninger. Das ist mein Assistent, der Georg. Verstehe mich. Entschuldigen Sie bitte, ja. Ich habe ein paar Fragen an Sie zu richten, Herr Lanninger. Bitte setzen Sie sich doch. Reine Routine sagen. Dürfte ich vielleicht auch erfahren, in welcher Angelegenheit? Natürlich. Kennen Sie die Filiale der Lübecker Bank in der Holstenpassage? Ja. Haben Sie da ein Konto? Nein. Waren Sie schon mal in der Bank? Ja, einmal. Wissen Sie noch, wann das war? Na ja, das war am letzten Mittwoch. Ich habe eine Rechnung einzahlen müssen. Herr Lanninger, haben Sie zufällig vorgestern Zeitung gelesen? Ja. Auch das da? Ja, nicht so richtig. Ich habe es nur überflogen. Und? Was hat das mit mir zu tun? Die 8.000 Mark, von denen hier die Rede ist, sind am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in der Filiale der Lübecker Bank abgehoben worden. Und aus der Reihenfolge der Buchung und Belege, da war nicht schwer festzustellen, wer nach der Dame hier am Schalter der nächste Kunde war. Das waren Sie, Herr Lanninger. So. Na ja, das kann gut möglich sein. Eine ältere Dame, nicht sehr groß. Ja, das stimmt. Ja, die ist vor mir gestanden. Da kann ich mich dran erinnern. Haben Sie zufällig bemerkt, wie viel Geld die Dame am Schalter abgehoben hat? Nein, auf das habe ich nicht geachtet. Ich habe ja meinen Einzahlungsschein ausgefüllt. Warum sind Sie eigentlich gerade in diese Filiale gegangen? Warum? Weil die nicht weit vom Geschäft weg ist und die Firma Autogerlach dort ein Konto hat. Wie spät war es, als Sie in die Bank kamen? 5 ungefähr. Nein, ein bisschen früher. Es war kurz vor Schalterschluss. Ziemlich viel Betrieb, ne? Ja. Wie lange mussten Sie denn warten? Ach, ein paar Minuten. Ah, dabei ist Ihnen die Dame vor Ihnen nicht aufgefallen? Auch nicht, als sie 8.000 Mark im Bar abhob und in ihre Handtasche steckte? Nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich dabei war, meinen Einzahlungsschein auszufüllen. Ich weiß, danke schön, das sagten Sie schon. Aber trotzdem, Sie standen 2 Meter von der Frau entfernt und man muss ja ziemlich laut reden durch die Glasscheibe, ne? Gut, wie dem auch sei. Wie lange hatten Sie denn selbst am Schalter zu tun? Ja, 3 bis 4 Minuten vielleicht. Und die Frau, war die noch in der Bank? Keine Ahnung, ich habe sie nicht mehr gesehen. Sie haben die Bank dann sofort verlassen? Ja. Und dann? Ja, dann bin ich zu meinem Auto gegangen und heimgefahren. Auf dem kürzesten Weg? Ja. Haben Sie sich unterwegs irgendwo aufgehalten? Nein, aber ich habe ja erst einmal zu meinem Auto gehen müssen. Das ist am Koberg gestanden. Und dann ist ja sehr viel Verkehr gewesen in der Stadt. Wie immer um die Zeit. Na ja, trotzdem. Sie müssen doch dann so gegen 18 Uhr zu Hause gewesen sein, ne? Oh, ich nehm's an. Ja, ich nehm's an. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Würden Sie mir noch sagen, was Sie dann gemacht haben?